Frau Präsident, ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil es ein brauchbares Instrument darstellt, die Versuche der Tschechen abzuwehren, permanent sich Sonderregeln herauszuholen. Die Tschechen haben leider es geschafft, mit den verbrecherischen Benedikt-Dekreten in die Europäische Union zu kommen. Nun versuchen sie permanent auch noch weitere Regeln des internationalen Völkerrechts, aber auch natürlich der Menschenrechte für das tschechische Gebiet für nicht anwendbar zu erklären, um alles abzuwenden, was die Heimatvertriebenen betrifft. Wir müssen in Erinnerung rufen, dass das ein echter Völkermord war, der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Tschechien stattgefunden hat, mit mehreren Millionen Vertriebenen und einer Viertelmillion ermordeten Menschen. Das kann nicht akzeptiert werden. In der Europäischen Union kann es heute keine Nation geben, die zu ihrer historischen Schuld nicht steht. Und die tschechische Regierung ist aufgefordert und das tschechische Parlament endlich sich zu seiner historischen Verantwortung hinsichtlich der Heimatvertriebenen zu bekennen. Und das bitte vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diese Menschen und diese Volksgruppe 800 Jahre lang zum Wohlstand dieses Landes beigetragen hat. Danke schön, Herr Stadler. Herr Hennen ist auch nicht anwesend. Dann machen wir weiter mit Herrn Posselt. Frau Präsidentin, ein großer sudetendeutscher Schriftsteller, Ottfried Preußler, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Das kleine Gespenst. Wir haben heute mit riesiger Mehrheit ein großes Gespenst verjagt, nämlich das Gespenst der sogenannten Klaus-Klausel, die aus nationalistischen Erwägungen und aus Gegnerschaft zum Lissabonner Vertrag